Mit einer Volksinitiative kann man in der Schweiz alles verlangen. Es wird dann darüber abgestimmt. Wenn es angenommen wird, wird festgelegt, von wann an das gilt. Und sonst ist der Fall dann erledigt. Jetzt haben wir etwas Neues. Die JUSO kommt mit einer Erbrechtsinitiative. Und die Erbrechtsinitiative schafft rückwirkendes Recht. Also die gilt nicht vom Tag an nach der Abstimmung, sondern 3 Jahre vorher, als man abgestimmt hat, tritt sie in Kraft. Mit anderen Worten, es kann heute jemand nach den geltenden gesetzlichen Regeln eine Erbschaft regeln, alles korrekt, alles gesetzmäßig, und dann kann man in 3 Jahren oder in 2 Jahren sagen, ja, das mag ja sein, dass das dort richtig war, aber rückwirkend sagen wir, du hast kriminell gehandelt, du hast ungerecht wollen verteilen, du kommst jetzt dran. Meine Damen und Herren, so macht man den Rechtsstaat kaputt. Wenn jemand eine Handlung macht, dann soll er sich ans Gesetz halten, und wenn er das macht, dann soll sie anerkannt werden. Aber dass man nachträglich jemand ins Unrecht versetzt, das geht nicht. Und wie ist das, wenn der da ins Unrecht versetzt wird, einen Betrieb hat, sein Vermögen nicht auf der Bank liegen hat, sondern investiert in seinen eigenen Betrieb und der hat er den Nachkommen vermacht. Muss er dann nachträglich Teil verkaufen, den Betrieb zerschlagen, damit er dem rückwirkenden Recht gerecht werden kann? Die das fordern, das sind Grossmüller, die selber nichts leisten und meinen, man holt es bei Sönnigen, die eine Leistung erbracht haben, nachträglich raus, die sollen blüten für uns. So geht es nicht. Das ist der Rechtsstaat willentlich kaputt gemacht. Eigentlich müssen wir die Initiative gar nicht zur Abstimmung bringen. Rückwirkendes Recht ist nicht rechtsstaatlich. Die Initiative müsste ungültig erklärt werden.